willkommen zur neuen Folge Sky Factory 3. Und ja, ich habe gestern doch was gebaut. Ich habe hier noch nachträglich den Hammer, habe ich den gebaut gehabt oder nicht? Da habe ich noch gebaut, genau. Der Crash hat nicht funktioniert mit dem Hammer hier. Funktioniert jetzt wunderbar. Der zerhaut jetzt die Sachen, die reinkommen, zu Dust oder in dem Fall jetzt Kies zu Sand. Ich muss mal schauen, da ist noch ein Fehler passiert, weil ich eigentlich die Filterung hier eingestellt habe. Ich muss hier unbedingt noch Save machen, damit das gespeichert wird, dass nur Sand rein kann. Und dann der hier sieht man das durch. Wir haben etliches an Herzen gekriegt über Nacht schon. Dann wollte ich es gestern Abend noch machen. Dann habe ich auch diesen automatisch 7 nochmal gebaut und habe ich es mal reingetan. Ja, jetzt haben wir ein Problem, nämlich wir haben hier ziemlich eine Maschinerie aufgebaut und jetzt haben wir zu wenig Strom. Moment mal. Jetzt war leer. Ah, quasi so. Und zwar habe ich einen Filter reingetan. Irgendwie müsste man das blockieren können, dass der entsprechend die Sachen filtert. Ich kann hier aber nichts reinlegen, weil dieses funktionieren soll. Dementsprechend habe ich jetzt, wenn ich den rausnehmen würde, es durchlaufen, aber ich würde sagen, wir machen jetzt hier mal einen Safe, also einen Schlüssel. Hier ist irgendwie ein Key, irgendwas, Key. Den hier. Ein Drag hier müssen wir jetzt bauen. Das heißt, wir müssen zuerst zwei Kisten und Holzslabs. Hier zwei Kisten und Holzslabs. Die Kisten kann ich hier herstellen. Okay, zwei Kisten. Okay, wie waren die Kisten angeordnet? Ich habe schon vergessen. Das geht so schnell bei mir jedes Mal, wie ich es vergessen habe. So. Okay, die Kisten kommen so. Halt, so. Zack, zack. Dann die so angeordnet. So. Und dann brauche ich jetzt Plastiks rundherum. Alles Sticks rundherum. Genau. So. Das müssen wir reichen vorerst. Dann Goldbar und ein Nugget. Müsste ich ja noch haben. Müsste das Problem sein. Ich habe die Monsterfarm auch noch ein bisschen umgebaut. Ich habe sie um 1 Step verkleinert. Das heißt, diese ist nur noch ein Block breit. Jetzt kann ich aber hier hinlaufen. Mit einem Hieb. Dementsprechend schlagen und trefft die auch. Vorhin sind die Gegner immer weggekommen. Okay, jetzt ist die Waffe weggekommen. Genau. Gut, müssen wir zuerst eine Waffe bauen wieder. Also Gold. Wir brauchen Gold Nuggets. 2, 3 in dem Falle. Wir müssen eins noch zerkleinern in Nuggets. So. Okay, dann war das. So, wie? Ich hab's vergessen, Rezept schon wieder. Achso, natürlich. Dieses Upgrade rein. So. So, jetzt muss ich anscheinend das Item reintun, das rein sollte. Und dann den Schlüssel benutzen. Mal schauen, ob das funktioniert. Also. Okay. Ach, das. Ach, der baut den verbraucht's nicht. Ach so. Ich dachte, wir machen den immer wieder. Okay, dann machen wir das mal raus, das Sieb hier. So, es baut er nämlich hier wieder Sand ab. Zu Dust und der Dust wird dann hier runterlassen. Da kriegen wir auch Redstone ab und zu raus. So, aber das Problem ist jetzt eins. Unsere Lava-Produktion, unsere Energieproduktion reicht nicht mehr. Weil der wird jetzt mehr Energie brauchen, als er produzieren kann. Dementsprechend müssen wir einen weiteren Lava-Generator bauen. Lava. Okay, und wir bauen nochmal einen MK2. Was ist das hier eigentlich? Ich habe noch gar keine Mörder bis jetzt bekommen. Okay. So, das heißt, wir brauchen nochmal einen Maschinenframe. Mit das Zeug hier rein, als ich die Maschine gebaut habe. Kascha, die ich gar nicht brauche, weil viel rein mal vorerst. Oder was?
Okay, ich habe mal ein Auto. Ah, ich habe zwei gebaut, ich Depp. Jetzt ist wieder auf. Ah, gut, vielleicht können wir später noch brauchen. Gut, dann brauchen wir. Was ist denn hier? Was hier bei der Maschine vielleicht noch? Ne, natürlich nicht. Okay. Also, wir brauchen zwei Lapis, vier Eisen. Lapis. Zwei Lapis. Okay, Eisen haben wir keins mehr. Eisen. Okay, müssen wir kurz einschmelzen. Wir haben etlichen Eisen rausgeholt schon. Bei der Produktion von den Dingen hier. Ich sehe Crush, 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 Crush. Crush ein, tack. Crush ein, tack. So. Haben wir hier Ausmelting, okay. Benutzen wir die mal kurz. Den Schlüssel werfe ich jetzt mal hier rein. War jetzt gar nicht dabei, kann ein bisschen Platz sparen. Tatsächlich, jetzt hat der Sand 0 und trotzdem. Ja, es geht das nämlich auch. Genau. Jetzt wird nämlich der Kies entsprechend durchgefiltert. Sehr gut. Gut, gut. Hat ja kurz ein SMS gekriegt, aber alles okay. Also, dann funktioniert das jetzt schon mal. Sehr schön. Da haben wir schon Eisen? Ja. Also. So, wie brauche ich das jetzt? Also die zwei Lapis oben, die vier Eisen in der Ecke und die zwei Nuggets hier. So, sagen wir mal. Dann brauche ich 3 Kupferingots. Ich weiß gar nicht, haben wir noch Kupfer? Wir haben garantiert Kupfer hier. Okay. So. Genau, nehme ich den mal raus. Kann ich mit Kupfer brennen mal. So. Zack, so. Dann brauchen wir. Elektrum, wie ging das schon wieder? Irgendwie in der. Warte mal, Smeltery, Elektrum, Ingot. Das muss ich doch irgendwie schmieden, war das das? Crafting. Smelting. Ah, jetzt komme ich schon näher, das Ding. Casting. Chicken Furnace. Also Smelter. Ein Silber und ein Goldbarren. Silber und Goldbarren. Schauen wir kurz mal, wie viel Silber wir noch hier drüben haben. Mach ich mal 5, 6, 10. Silber. Ich habe ja gar kein Silber mehr hier. Hab ich noch Silber irgendwie? Silber oder 3. Darüber habe ich noch mehr, oder? Kann mich nicht hier, aber glaube ich, drüben haben wir mehr. Ach, das wusste ich doch, okay. So müssen wir kurz noch das einschmelzen. So, dann Silber. Mein Gott, der hat auch draußen. Das ist ja übel. Moment. So, bin ich da. Papa, ein bisschen Krach draußen, okay. So, Silber, 3. Ich brauche mindestens 5. Ich habe gar keinen Platz mehr, merke ich gerade. Kisten hier rein tun, die Upgrades auch. Jetzt habe ich ja noch Maschinenkessel, brauche ich natürlich gleich. Kessel tue ich auch mal da rein. Treppen müssen ja nicht ganz damit schleppen, wie das hier auch. So. Eigentlich die Treppen kann ich auch mal reinwerfen. So. 9. Vielleicht kann ich das schon rausnehmen. Mal da rein. So. Dann nehmen wir die vollen Stacks wieder raus. Das müssen wir später automatisieren, aber im Moment.
Immer darum, dass wir hier nicht über das Ganze überfüllt. So, letzte Runde gab es hier wieder mehr, sehr schön. So, okay, jetzt muss ich hier auf Allow Only. So. Genau. Jetzt hat mir dieses komische Material bekommen, genau. Dafür brauche ich jetzt einen Hammer. Den habe ich irgendwo abgelegt. Was der? Warte mal. Das war ein spezieller Hammer. Ich glaube, den habe ich drüben abgelegt. Da haben wir den Hammer. Um diese Dinger platt zu drücken. Okay, wir haben schon genug. Dann machen wir das so. Zack, zack, zack. Boing. So. Tun den Hammer da rein. Kiste. So, dann brauchen wir nur noch einen Redstone-Block. Nichts leichtes, das würde ich sagen. So, okay. Wir müssen gleich alles jetzt haben zum Bau für diesen Rezept da. So, Kupfer, Kupfer, Kupfer. Und die Platten. Okay, der Rest bekommt schon unten bei der Maschinenframe, damit der kommt, oder? Genau, so. Schon haben wir einen weiten Lava-Generator. Okay, dann muss ich jetzt die Leitung weiterlegen. Da habe ich einen Transfer-Node mehr. Habe ich die da reingelegt? Nein. Okay, aber wo habe ich die Transfer-Nodes? Ich habe bestimmt noch welche. Nee. Eine, super. Reicht aber, wir müssen ja nur zur anderen rüber verbinden, ne? Okay, da kriegt es Lava. Ja, da haben wir die Energie Kundui. Energy. Damit sind wir wieder machen. Okay, ich schau kurz. Wir haben eine Meldung gekriegt. Na, YouTube-Video, okay. Ist jetzt wo? Hier. Hier war die schon wieder. Crafting Furnace. Gold, Redstone, Glowstone. Okay. Gold, Redstone, Glowstone. Jetzt werden wir auch gleich 10. So, 11. Zack, so. Gold, Redstone, Glowstone. Okay, dann kurz eincrashen hier. So. Jetzt geht dann bald die Energie aus. Und da müssen wir unbedingt noch ein Lager bauen, im Endeffekt dann. So. Sehr gut, dass wir auch die Sachen dann lagern können. Gar nicht, wo ich Sachen soll ich hier die ganzen Bahnen reinknallen am besten. Hier habe ich ja die Erze reingeknallt, hier die ganzen Bahnen, nachdem ich sie erstellt habe, denke ich mal. Aber nicht schlecht. Mit der rechten Seite vorerst mal, nur vorerst. So. Und ich glaube, wir müssen hier diese Banks bauen. Diese hier bauen wir nachher. Die können nämlich 1000 RF lagern. Ja, eine 5000 RF. Ne, 5 Millionen. Was sind da? What? Hä? Oh, warte mal. Ich könnte gerade die großen bauen, ne? Für die ist ein bisschen zu krass, die kann ich nicht herstellen. Da war ich noch mit Ender was irgendwie. Also ich krieg die Bahnen aus Loopbacks, ja. So. Das reicht schon für eine Herstellung, glaube ich, ja. Jetzt müssen wir nur die Dinge noch haben. Die
Verbindungen, die haben hier drüben drin. Genau so. Ich kann euch hier welche herstellen. Die waren hier, zack, und die Verbindung außen, zack, und so. So, da kann ich aber gerade dem Zug, kann ich hier noch Eisen im Inventar. Ne, hier haben wir drüben Eisen. Ich werde nachher nochmal noch ein Schwert bauen wieder. So, dann machen wir es jetzt so. Vorerst mal, zack. So, weil hier, jetzt müsst ihr wieder hochgehen, ja. Weil die produzieren jetzt hier auch, der kriegt auch so, jetzt haben die ja genug Strom, dass das hier eigentlich laufen könnte. So. Wieso hier Cobblestone ist, weiß ich auch nicht. Wahrscheinlich, weil das hier verbunden wird. Ich müsste es von hinten anfahren, aber da habe ich den Strom schon angeschlossen. Mal kurz, ich muss die Leitung abreißen da. So. So. Jetzt dürfte das Problem nicht mehr sein, dass der mit Cobblestone beschossen wird. Jetzt müsste aber hier eigentlich reinkommen, was. Oh, es sei denn, er hat viel Cobblestone. Ja, jetzt müssen wir das ganz woanders bauen, ne? Warte mal, ich muss kurz einen Draber haben. Draber. Jetzt müssen wir das anders bauen. Also Kiste und. Ich habe sogar einen noch, okay. Moment. Jetzt müssen wir das ein bisschen anders bauen. Wir müssen nämlich das so machen. Jetzt will ich das kurz abreißen. Alles mal auf Null. So. So, dann müssen wir es so machen jetzt. Jetzt hätten wir sie von oben her anfahren können eigentlich. Okay, machen wir es kurz mal die andere. Ja, ich weiß. Hätte ich es auch so gelassen, wie es war. So, also, verbinden. So. Okay, hier kommt. Oh, falsch. Hier kommt Cobblestone rein. Okay. So, dann. Hauen wir den mal weg. So. So. Und so. Okay. Dann kommt hier Kies und hier Sand. Schlüssel. So, abgeschlossen. So. Dann kommt jetzt hier ein Drenori. Das haut es hier raus und verteilt das auch gleich in diese beiden Boxen. So. Okay. Dann kommt hier oben ein Spawnpunkt. So. So, dann brauchen wir. Mal kurz überlegen jetzt. Eigentlich hier oben. Ich kann es auch hier oben bauen. Moment. Kurz hochstecken. So, dann können wir hier eigentlich einen Crusher hinbauen. Den Crusher. So, der. Der tut den Kies. Der kann nur Kies bekommen. Oh nee. Das ist gut. Das habe ich jetzt gleich von vorhin wieder. Okay, wieso habe ich den auch so weit unten, der Crusher hier?
können wir den Crusher da oben platzieren. So. Dann machen wir eine E-Leitung hier hin. So. So, okay. Dann das ist der Node weg. So. Okay. Dann einfach hier rein. Zack. Hier raus. Ja, das geht sogar. Raus. Das soll alles das Überschüssige sollen hier rüber gehen. Habe ich zu wenig Leitung, echt. Ach, plötzlich mehr Leitung als vorhin. Okay. Das ist ja kein Problem, wir brauchen ja nur ein bisschen Glas kurz und ja, gleich die Folge zu Ende. Machen wir kurz jetzt hier. Also wir brauchen nur 1, 2 Glas und ein Redstone. Also habe ich noch. Redstone werde ich hier drüben keins mehr haben. Haben wir drüben aber. So, ein Redstone, sehr gut. Okay, dann kommen wir so hin. Die beiden Glasstücke. So, zack. Okay, und jetzt hier bin. Ah, warte mal. Der kann jetzt hier nur noch. Ne, muss ja gehen, weil den Kies kann ich hier nur reinlagern, sofern hier kein Platz ist. Ne, warte mal. Da muss hier rein. So. Okay, ich muss hier. Das hier. So. Das ganz bestimmt nicht falsch geht. Oh nee, was wir verarschen. Haben fast hingebaut. So, wie ich von vorne sehen. Glas, Schlüssel. So. Okay. Jetzt können wir eigentlich hier ein. Ja, wir könnten so einen Drainode jetzt hier hinbauen. Da habe ich noch Platz hier, habe ich noch welche. Das ist eigentlich blöd gesagt. Die damit rausziehen würde. So, sofern es die braucht, um den hier zu füllen. Das müsste jetzt eigentlich schon funktionieren. Wahrscheinlich macht es jetzt Schubs und dann haben wir gleich eine Schwette hier. Da müssen wir schon einige drin sein eigentlich. Der muss natürlich zuerst jetzt finden den Weg, wohin er die schieben kann. Wenn er es findet, müsste es dann ziemlich schnell voll sein. Ich sehe es gar nicht. Okay, er schiebt. Achso, er schiebt die Einzel, okay. 5, 7. Ja, da schiebt es jetzt hoch. Weil. Die hier rausgehen, die kann er entweder hier rein tun oder hier. Man müsste auch hier ein unlimitiert tun, sowas gibt es glaube ich auch, so ein Upgrade, damit eigentlich das nicht überfüllen könnte. Aber jetzt funktioniert das schon mal. Sehr gut. Strom haben wir auch genug. Dann würde ich sagen, du nächstes Mal schauen wir uns mal an, dass wir hier ein bisschen mehr Land bauen und dann hinten einen Stromgenerator, also eine Speicherkapazität bauen. Weil zurzeit seht ihr, sind die Sachen voll hier und ich habe keine Reserve. Das werden wir dann das nächste Mal ansehen. Danke schon mal fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir ein Like da und wir sehen uns dann später wieder bei der nächsten Folge. Bis dann. Tschüss, tschüss. Vielen Dank fürs Zusehen. Die heutige Folge ist leider zu Ende, aber es geht weiter. Mit einem Abo verpasst ihr keine weitere Folge. Bis zum nächsten Mal.